Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei mir. Was ist los? Hallo, guten Morgen. Also, guten Morgen von mir, guten Abend an euch. Ich freue mich, dass ihr heute wieder mit am Start seid. Ich hatte euch neulich bei Instagram gefragt, ob es Produkte gibt, die ihr nochmal sehen wollt. Und einige Produkte hatte ich euch nochmal gezeigt. Manche noch nicht, manche hatte ich euch nur in einem PR-Unboxing mal auf Instagram gezeigt. Und ich möchte heute mit euch ein Fullface mit Produkten, die ihr haben wolltet, also nochmal hier haben wolltet, schminken. Denn ich probiere so oft, es geht, Produkte zu wiederholen in Videos, das ist immer recht schwierig. Aber so kann ich euch auch einfach nochmal eine längerfristige Meinung geben. Ihr findet das super, ich finde es super und ich würde vorschlagen, wir fangen auch gleich an. Einige Produkte, die ich hier habe, sind von Purish, die habe ich zur Verfügung gestellt bekommen, damals schon. Ein neues Produkt habe ich mir aussuchen können, weil ganz viele mich danach gefragt hatten. Und ich glaube, ich bin richtig late to the party. Also ich bin gar nicht erst auf die Party gekommen, aber es geht um etwas für die Augenbrauen. Und Produkte, wie gesagt, die ich schon mal benutzt habe, aber euch jetzt einfach nochmal so ein bisschen vorstellen möchte. Ich habe auch einen Code bekommen. Ich verdiene nichts am Code. Ich sage es immer wieder dazu. Steht unten einmal alles in der Infobox und einmal hier. Vom Hals. Okay, Freunde. Ich möchte anfangen mit einem Primer bzw. mit einem Spray, was ich euch schon mal gezeigt habe. Und mittlerweile kann ich so eine langfristige Review dazu machen. Da habe ich von Skinnynavia das Make-up Fixing Spray. Das ist ein Spray, das ist eines der besten Sprays, finde ich, für Make-ups, um sie langanhaltend zu machen. Gefällt mir besser als das Urban Decay All Nighter. Ich mag den Geruch von dem All Nighter gar nicht. Ich komme damit gar nicht klar. Und ich finde, dass das schön als Doppelspray funktioniert. Also das benutze ich fast schon lieber als Primer-Spray. Und ihr kennt sicherlich diesen TikTok-Hack, der neulich ganz bekannt und ganz groß war, mit Creme, Puder, Spray, Primer funktioniert damit sehr, sehr gut, weil es einfach sich wie so eine Schicht auf eure Haut legt und das Ganze sehr, sehr weich zeichnet. Ich habe noch ein anderes Spray, das ist neu. Das habe ich schon jetzt eine Woche ausprobiert, ich habe es euch aber noch nicht gezeigt. Und das ist von VBC, VB Co., das Prep and Hydrate Watermelon Spray. Das kommt in so einer kleinen Flasche, total süß. Hier steht hinten sogar drauf, wer es gemacht hat. Das ist jetzt hier von Proudly Made by Donna. Also es sieht aus, als wäre es handgemacht. Es riecht göttlich. Und das gebe ich mir auch einfach gleich so ein bisschen mit aufs Gesicht. Ich liebe Facial Sprays. Sprays, die man sich aufs Gesicht gibt. Ich mache morgens Sprays, ich mache abends Sprays, ich mache mittlerweile zwischendrin sogar Sprays. Weil ich finde, dass es einmal sehr schön auf der Haut aussieht. Ihr seht, wie schön mit Feuchtigkeit meine Haut versorgt, wie schön feuchtigkeitsversorgt meine Haut, jetzt meine Haut aussieht. Mag ich sehr, sehr gerne. Und das ist die perfekte Grundlage für Make-up. Ich hatte euch neulich, und ich weiß gar nicht, warum so viele danach nochmal gefragt hatten, aber lag wahrscheinlich daran, dass ich es probiert habe anzukündigen. Und zwar die Juvia's Place Foundation. Ich liebe diese Foundation über alles, weil sie verdeckt halt meine ganzen Sorgen, meine Kreditraten und alles Mögliche, was nicht sichtbar sein soll. Das ist die Eye Magic Foundation. Die ist so Full Coverage, dass es schon fast wehtut. Ich hatte euch neulich aber gesagt, dass es ganz cool ist, die mit einer Feuchtigkeitspflege zu mischen. Und das möchte ich auch heute tun. Ich möchte vorher aber nochmal das Dominique Cosmetics Skin Gloss ausprobieren. Ich probiere heute mein Make-up sehr, sehr natürlich zu machen. Also sehr baselastig, so ein kleines Quarantäne-Glam, aber trotzdem Full-Coverage. Also so, dass ich aussehe, als wäre ich gerade erst aufgewacht, aber habe trotzdem 30 Kilo Make-up im Gesicht. Ich benutze schnell hier von Dominique Cosmetics dieses Skin Gloss. Ich liebe das. Das ist wie so ein Lip-Balm und den gebe ich mich hier schon mal so ein bisschen hin auf die höchsten Punkte und ihr seht schon, wie wunderschön das auf der Haut aussieht. Das einfach auf eure Augenlider, wenn ihr ungeschminkt seid, so ein bisschen hier rauf. Das kann man sich komplett übers gesamte Gesicht geben. Es ist nicht so super glowy. Also es ist nicht wie so ein Highlighter, sondern es ist eher wirklich wie so ein leichtes Gloss, was man sich so ein bisschen aufs Gesicht gibt. Und das sieht einfach so schön aus. Dadurch, dass es halt so wie so ein Gel ist oder wie so eine Creme, so eine ganz weiche. Vaseline ist das falsche Wort. Vaseline klingt immer so negativ. Aber das einfach aufs Gesicht, bombastisch gut, Freunde.
Ich liebe das unter Make-up, ich liebe es zwischen Foundation und Puder, einfach hier so ganz leicht drauf gedabbt. So ein tolles Produkt gibt es in so vielen verschiedenen Farben und ihr seht schon, also ich benutze es wirklich regelmäßig. Jetzt kommen wir aber zu meinem Foundation und Creme-Hack. Ich benutze jetzt hier einfach eine Feuchtigkeitscreme, gebe mir davon ein bisschen was auf meinen Handrücken und mische mir dann mit der Juvia's Place Foundation meine Farbe an. Ich habe einmal eine recht dunkle Farbe. Das ist die Bogota 500. Die ist recht dunkel, ihr könnt schon sehen. Und dann mische ich mir aber noch ein bisschen was Helleres rein. Das ist die Farbe Marisau. Ich gebe mir einfach so zwei kleine Würstchen hin. Und Freunde, ich habe es euch ja schon mal gesagt, diese Foundation hält einfach so ewig, weil ihr nichts braucht. Ich mische mir das Ganze jetzt hier hinten einmal auf meiner Hand. Und jetzt ist das so die perfekte BB-Cream. Schaut euch das mal an. Gebt mir das hier einmal rauf. Und jetzt nehme ich mir hier so einen Foundation Brush, gehe hier rein und arbeite mir das ein. Und ihr werdet gleich sehen, dadurch, dass ich das jetzt mit so einer Feuchtigkeitscreme gemischt habe, ist die Deckkraft natürlich wesentlich weniger, aber die Foundation sieht auch viel, viel natürlicher aus. Bei diesen extrem Full Coverage Foundations ist der Puderanteil, also der Pigmentanteil natürlich sehr, sehr groß. Den habe ich jetzt natürlich so ein bisschen ausgesoftet, dadurch, dass ich einfach Feuchtigkeitscreme mit reingemischt habe. Und ich habe einfach meine perfekte BB-Cream. Eine leichte Deckkraft, die aber trotzdem intensiv ist. Das Problem bei BB-Creams ist, finde ich, weswegen ich sie ja auch nie benutze und viele von euch würden sich so gerne mal ein BB-Cream-Video von mir wünschen, aber ich komme halt einfach damit nicht klar. Erstmal, die Farben passen nie bei mir. Zweitens, die Deckkraft ist mir viel zu wenig. Und drittens, oder viertens schon, ich weiß es nicht, ich mag die Pflege da drin nicht. Hier habe ich mir jetzt eine Creme ausgesucht, die ich gerne benutze. Das war jetzt die von Beauty Mates, damit ihr Bescheid wisst. Ich kann einfach meine perfekte Foundation oder meine perfekte BB-Cream mischen und dafür eignet sich, finde ich, die Juvia's Place Foundation am allerbesten, weil sie halt einfach eine sehr, sehr hohe Deckkraft hat mit einem recht hohen Puderanteil und dadurch gleicht sich das mit der Pflege so ein bisschen aus und sieht halt im Gesicht sehr, sehr schön aus. Ich arbeite mir das Ganze hier einfach wirklich schön ein und ihr seht schon, wie weich meine Haut jetzt aussieht. Ich gehe jetzt hier noch so ein bisschen rüber, nehme meinen Beauty Blender und arbeite mir das alles ein, dass ich diese Strokes von dem Brush einfach nicht mehr auf meinem Gesicht habe. Ich liebe diesen Effekt. Könnt ihr das sehen? Ich stelle nochmal die Kamera scharf. Wir haben Feuchtigkeit durch diese ganzen Sprays. Ich gehe jetzt auch nochmal mit dem VBC Spray rüber, einfach weil es mega riecht. Und ich das jetzt nochmal so ein bisschen feuchter kriege im Gesicht. Den Concealer von Juvia's Place liebe ich über alles. Ich habe jetzt hier den recht dunklen und das ist die Farbe 17. Ich habe ja, also meine Augenringe sind besser geworden. Ich gebe mir aber gerne davon ein Klecks hier, ein Klecks da. Und dann gebe ich mir auch wieder einen Concealer auf oben drüber, einen helleren, der etwas mehr Feuchtigkeit hat. Und dann arbeite ich das Ganze auch mit meinem Schwämmchen hier ein. Aber wirklich so, dass es farblich passt. Und ich gehe auch gar nicht so weit runter heute, sondern wirklich nur unter meinen Augen. Jetzt sieht meine Base sehr natürlich aus, oder? Also ich finde, das ist einer der natürlichsten Bases, die ich überhaupt habe, weil ich halt diese Pflege mit drin habe und meine Haut fühlt sich so, so toll an. Ich blende jetzt hier noch so ein bisschen unter meinen Augen einmal lang. Könnt jetzt auch noch ein bisschen mit dem Skin Gloss hier, mit dem Schwamm reingehen und dann setze ich mir das einfach nochmal hier hin und platziere mir das so ganz leicht oben drüber und habe dann wirklich diese perfekte, glowy, gesunde Base. Dann hatten viele von euch gefragt, ob ich euch nochmal das Gucci-Puder zeigen kann. Das ist der Shit. Ich liebe dieses Puder. Ich gehe mit meinem Schwamm hier rein, ganz leicht, gucke nach oben und sette damit nur ganz leicht unter meinen Augen. Das hat so einen ganz feinen Glow drin. Das gibt eurem Gesicht nochmal so ein bisschen Bewegung. Also das ist kein Glitzer drin, aber irgendwie sieht die Haut sehr feucht aus. Ich weiß nicht, wie sie das geschafft haben. Ich meine, bei 500.000 Euro, was dieses Puder hier kostet, erwarte ich das auch. Aber ich lieb's. Diese Base gefällt mir so gut. Ich gehe jetzt nochmal so ein bisschen mit dem restlichen Bronzer, den ich hier noch am Pinsel habe, einmal rüber. Ich benutze im Moment ehrlich gesagt am allerliebsten den von Charlotte Tilbury. Es tut mir leid. Da ist einfach so viel drin. Allein schon, dass es refillable ist, also wiederverwendbar ist, die Verpackung, ist schon so toll. Und ich brauche davon auch jetzt nur noch so ein bisschen. Freunde, wie natürlich sieht meine Base bitte gerade aus? Wow. Feucht, frisch, glücklich, gesund.
Ein Highlighter, den ich euch schon mal gezeigt habe, der war Ewigkeiten ausverkauft. Das ist der Skin Glazing Highlighter von Nabla. Ich habe mir jetzt noch mal eine andere Farbe besorgt, und zwar Ozone. Die ist ein bisschen eisiger. Das ist, ich würde fast sagen, 1:1 vom Effekt her wie der Amreezy Highlighter von Anastasia. Nur günstiger und ich finde schöner und man kann ihn kaufen. Ich nehme jetzt so einen fluffigen Highlighter Brush und gehe hier rein. Das ist wirklich ein sehr, sehr wettes Finish. Ich bin ganz vorsichtig und platziere mir das nur hier hin. Und dann verblende ich das einfach hoch. Das ist sehr, sehr wet. Also das ist kein Glitzer-Highlighter, sondern das ist wirklich wie so Feuchtigkeit. Dadurch, dass meine Base auch nicht richtig gesettet ist, stempel ich auch eher so ein bisschen den Highlighter rauf und habe dann hier so einen, ja, cuten Glow. Gehe hier auch gleich so ein bisschen unter meine Augenbraue. Ich möchte einen Blush benutzen und ich verbinde das gleich mit dieser Capsule-Palette von Sugarpill. Die hatte ich euch damals nicht gezeigt. Ich habe sie nicht benutzt, weil ich eine andere Palette benutzt hatte. Hier sind aber verschiedene Töne drin. Wir haben hier beispielsweise so ein großes Fännchen. Da hattet ihr mir geschrieben, ich soll es unbedingt als Blush benutzen. Und das möchte ich jetzt tun. Ich nehme jetzt hier einfach einen Pinsel von Essence und gehe hier rein. Der ist sehr, sehr, sehr stark pigmentiert. Also klopfe mehrmals ab, habe wirklich immer noch viel am Pinsel und dann haue ich mir das hier so ganz leicht hin. Liebe die Farbe. Okay, bin so doof, bin nochmal reingegangen. Okay, es war zu viel da. Kleiner Tipp, einfach nochmal mit dem Schwamm rübergehen. Freunde, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr die Base gerade findet. Dieses Wet, dieses Feuchte. Ein Produkt, was ihr mir empfohlen habt, was ich unbedingt ausprobieren sollte, sind die Soap Brows. Habe ich noch nie ausprobiert, also das Original. Das ist übrigens auch das Original von dieser BBC-Firma oder so. Ich liebe das Packaging. Das ist hier so aus Pappe und total recycelbar. Das ist, oh, proudly made by Becker. Diesmal hat das Becker gemacht, also die Maus heißt Becker. Ich dachte, da ist so eine Folie drauf. First impression hier. Sieht aus wie eine Folie, ist es aber nicht. Ich nehme jetzt einfach dieses Spray. Spray da einmal mit rein. Dann gehe ich hier mal so durch. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ob ich das richtig mache. Ne? Ich mische mir das jetzt hier so ein bisschen. Und dann bürste ich mir die Härchen so hoch. Erstmal so gegen den Strich und dann hoch. Und dann stellen die Haare sich auch so auf. Okay, das wird die nächsten 300 Jahre halten. So ein bisschen mit Druck. Ich hole euch gleich ein Stückchen näher ran, Freunde. Aber das ist ja cool. Also das ist für genau diesen Look mega gut. Dieses Natürliche, es trocknet jetzt auch bestimmt gleich an. Und dann bleiben die Haare wohl so. Wie gesagt, ich habe es noch nie ausprobiert. Okay, ich bin richtig geflasht. Freunde, was für ein Make-up-Tag heute. Machen wir gleich einen Lidschatten-Look? Kommt, jetzt haben wir die Palette da. Und eigentlich ist es ja auch eine Lidschatten-Palette. Das ist die Sugarpill-Capsule-Palette. Ich hole euch mal ein Stückchen heran. Ich habe die Kamera so ein bisschen umpositioniert, weil ich gerade was versuche. Ich gehe jetzt mit dem Pinsel auch in diesen Blush-Ton hier rein. Klopfe ab und platziere mir das hier hin, stempel mir erst die Farbe auf und dann verblende ich das nach oben. Es wird heute wieder so ein monochromer Look, glaube ich. Also für einen Blush ist die krass pigmentiert. Okay, ich liebe diese Farbe. Ich liebe es auch, den Blush und die Augen so ein bisschen miteinander zu verbinden. Ich verdunkle mir das Ganze gleich. Ich mache einfach noch schnell die andere Seite. Und habt ihr das Packaging einfach schon mal gesehen? Es ist einfach wie so eine Kapsel. Und hinten stehen die Farben drauf. Achso, ja klar, Melody. Ich benutze die Farbe Melody. Ich gehe jetzt mit demselben Pinsel hier in dieses Lila rein. Nur ganz leicht. Pinsel ist schon voll. Und das gebe ich mir hier außen hin. Einfach um das hier so ein bisschen zu verdunkeln. Und habe dann da so einen leicht dunkleren Effekt. Auch richtig schön die Farbe. Ich nehme jetzt meinen Finger und gehe in diese Farbe hier. Das ist die Farbe Dream State. Das ist so ein Duochrome Holo irgendwas. Und das gebe ich mir hier auf mein komplettes bewegliches Lid. Und ihr seht, das ist wie so ein feuchter Gloss auf den Augen. Passt aber perfekt. An meinen unteren Wimpernkranz gehe ich in diese Farbe hier unten. Das ist die Farbe Glory. Und an meinen Inner Corner gehe ich in dieses Blau hier. Das ist die Farbe Supernova. Okay. Da setze ich mich hier hin. Yes. Okay, das ist, glaube ich, die schönste Lidschattenfarbe, die ich in meinem Leben gesehen habe. Weil sie so leuchtet. Dann werde ich oft gefragt, Maxim, wie machst du deine Fake Freckles? Mit Frack. Habe ich euch schon mal gezeigt. Das ist der Shit. Ich zeige euch das mal. Das kommt wie so ein Eyeliner-Dings hier. Und damit male ich mir einfach so ein paar Punkte hin. Und das ist noch sehr, sehr feucht auf dem Gesicht. Und dann nehme ich meinen Finger
mache ihn sauber kurz und stempel einfach rüber und dann kopiert mein Finger die Freckles, gleicht die so ein bisschen aus und macht sie ungleichmäßig überall hin. Und das ist das natürlichste Freckle-Produkt, was ich habe. So sieht es total unecht aus, aber sobald ich mit dem Finger rübergehe, habe ich diesen Stempeleffekt. Und das sieht so süß aus. Unter Make-up schön. Das Schöne bei dem Produkt ist, das färbt eure Haut nicht ein. Also es bleibt nicht so, wie es jetzt ist, sondern wenn ihr es abwascht, sind die Freckles auch abgewaschen. Und so ein ganz kleiner, süßer Freckle-Punkt hat noch nie geschadet. Wenn man so ein bisschen unsauber gearbeitet haben sollte oder so, oder die Base nicht mehr so schön aussieht, einfach ein paar Freckles drüber, fällt nicht mehr auf. Total süß. Ich bin völlig verliebt. Ich mache einmal kurz Mascara rauf. Dazu benutze ich von Rival Loves Me die Volume Wonder Mascara. Und auf meine Lippen, das habe ich auch, glaube ich, nicht klar genug kommuniziert, wie sehr groß meine Liebe zu Fenty Beauty Gloss ist. Ja, das ist die Farbe Fenty Glow. Und das ist einmal der fertige Look mit den Produkten, die ihr nochmal sehen wolltet. Ich bin verliebt in die Base. Ich gehe jetzt nochmal so ein bisschen mit dem Spray rüber, gebe meinem Gesicht noch ein bisschen mehr Feuchtigkeit und ihr seht einfach, wie glowy meine Base aussieht. Und ihr habt es gesehen, ich habe eine Full, also die deckendste Foundation auf der Welt benutzt. Ich bin sprachlos. Ich liebe diesen Lidschattenlook, dieses softe, sehr monochrome. I'm living. Freunde, ich bin gespannt, was ihr zu dem Look sagt. Ich setze euch alle Produkte einmal unten in die Infobox. Ich habe einen Code dafür. Nicht für alle Produkte, weil es waren ja so ein paar verschiedene, aber für einige davon. Ich würde mich freuen, wenn ihr da einmal vorbeischaut. Der Code gilt, glaube ich, sogar aufs komplette Sortiment. Das ist so ein Standardcode, den ich mit denen habe. Ne? Also das ist jetzt nicht nur für das Video. Freunde, schön, dass ihr mit dabei wart. Wir sehen uns am Freitag wieder. Da, kleine Überraschung, ist meine Mutter mit am Start. Und ich sage, passt auf euch auf.